Ja, Freunde, die 7. Folge ist nun raus und es wird klar, es wartet ein fetter Plot-Twist auf uns und ja, es gibt auch Verräter in den Reihen der Good Guys, ne? Wer diese Verräter sind, das schauen wir uns heute an, reden über diese Folge und über das, was uns noch erwartet. Freunde, ganz kurz, es gibt gerade ganz fette Rabatte auf PlayStation-Guthaben, Xbox-Guthaben, Spiele und so weiter und so fort. Kurz gesagt, wenn ihr immer noch normale Preise zahlt, dann ist euch auch nicht mehr zu helfen. Wisst ihr Bescheid? Freunde, bevor wir losstarten, kleiner Hinweis, ich habe meinen zweiten Star Wars Kanal wiederbelebt, wo Kurzvideos kommen, wie das hier, wo ich erkläre, was es mit der angeblich schwangeren Rey im kommenden Sequel-Spin-Off auf sich hat, wo Rey ja die Hauptrolle hat. Das Video wird am Ende im Abspann eingeblendet sein und in der Beschreibung verlinkt. Also, das war ja Gott sei Dank eine solide Folge, ne, im Vergleich zur letzten. Der Bums startet mit dem Mannsweib in den schäbigen unteren Ebenen von Coruscant. Immer ganz cool, diese Unterwelt zu sehen. Jedenfalls, ich bin mir sicher, wir waren alle sehr überrascht, als wir endlich das Antlitz Moff Gideons erblicken durften. Hat auch zu lange gedauert. Generell finde ich, das hätte in etwa Folge 5 schon sein sollen. Generell die ganze Staffel hätte ein bisschen weniger Zeit verschwenden sollen, aber gut. Ah ja, und Lizzo hätten wir uns auch sparen können, ne? Also da kann selbst ich besser schauspielern. Jedenfalls, er wird dann informiert von dem Mannsweib über die aktuelle Aktienlage, ne? Und stellt fest, da ist aber ein Strich durch unsere Rechnung gemacht worden von den Mandalorianern. Also gibt es eine neue Rechnung. Und dann sehen wir aber, wie sich Gideon zu diesem Schattenrad begibt. Und auf dem Weg, dort sehen wir, ja, die Leaks von Making Star Wars bezüglich der Soldaten von Gideon waren ziemlich akkurat, wie ein Kanackenbart. Auf dem Weg dorthin sind ja auch diese Tanks, aber was da drin ist, ist jetzt eine jude Frage, denn das sieht irgendwie komisch aus. Ich denke nicht, dass da irgendwas Bestimmtes mit angedeutet werden sollte, außer dass es halt irgendwelche Klonmaterialien sind, sag ich mal. Jedenfalls in diesem Rad sehen wir neben den neuen Gesichtern vor allem Captain Pellion, der aus dem EU kommt. Genauer aus der von Timothy Zahn verfassten Here to the Empire Trilogie. Und er wurde auch in Rebels eingesetzt später. Er war ein Thrawn-Loyalist und ist es scheinbar auch jetzt. Und das findet der Gideon aber nicht so ganz koscher, denn Gideon hat wahrscheinlich mehr Bock, selber der neue Imperator zu sein, ne, das Oberhaupt. Genau das ist auch das Ziel von Projekt Necromant, so heißt es dann von einem Imperialen, der In-Universe der Vater von dem zum Lappen gemachten Hux aus der Sequel-Trilogie ist, und Out of Universe ist er der Bruder vom Schauspieler hinter Hux. Dieser ist einer der Imperialen gewesen, die auch in die unbekannten Regionen geflohen sind und an der Errichtung der Ersten Ordnung beteiligt waren. Er hat ebenso Captain Phasma unter seine Fittiche genommen. Ja, die hat ihn aber dann letztlich verraten und abgemurkt. Das Projekt Necromant wird wohl diese Operation sein, die zum Ziel hat, Palpatine wieder zu beleben. Das haben die ja eigentlich kaum erklärt in Episode 9, was für mich auch einer der schlimmsten Aspekte am Finale der Skywalker-Saga war. Aber ohne jetzt weiter abzuschweifen, ein Nekromant ist ein Individuum, das quasi Magie benutzt, um tote Menschen zu reanimieren. Und wir sehen ja, dass Hux jetzt sehr interessiert ist an dieser ganzen Klon-Thematik und deswegen beschuldigt er auch vollkommen zu Recht Gideon dafür, dass er Pershing nur für sich selber verwendet. Wir sehen also, Imperiale können sich nie gegenseitig trauen, ähnlich wie bei Sith, die verarschen sich gegenseitig, vor allem diejenigen, die am meisten Ambitionen haben, und das scheint hier Gideon zu sein. Dann kommt da dieses Riesenschiff auf Nevarro an mit den ganzen Mandalorianern und ich frage mich ehrlich, wie zur Hölle sollen die diesen Paintjob gemacht haben mit ihren begrenzten Ressourcen? Aber gut, sieht ja ganz schick aus, so ein Mythosaurier auf einem imperialen Schiff. Jedenfalls dann starren sich die verschiedenen Mandos gegenseitig an, super. Und dann wird erstmal ordentlich Fressen vorbereitet und jedenfalls in der Zwischenzeit ja, gibt Grief Karga dem Mando was zu saufen. Aber noch ein cooleres Geschenk ist jetzt dieser IG-Druide, der quasi so ein Fahrzeug für Grogu darstellt. Und dieser nutzt das dann prompt, um dem Mando ordentlich auf die Eier zu gehen, indem er dann ganze Zeit später auf Ja drückt und Essen klaut, der alte Rabauke. Jedenfalls, die stark unabhängige Bo-Katan sagt dann, jo, ein paar von euch müssen mal nach Mandalore, da so eine Sicherheitszone kreieren. Ihr habt den Spaß gehört, was sie alles gesagt hat, und keiner hat Bock. Aber als Din dann sagt,
dass er dabei ist, ist plötzlich jeder so mutig. Paz Vizsla ist dann ganz schockiert, was er da sieht von Mandalore, weil er hat das halt bisher noch nie gesehen, seitdem das alles bombardiert wurde. Und ja, unten angekommen, kreuzen dann ein paar Mandalorianer auf, die seit der Bombardierung und noch früher da waren. Frag mich nicht, wie die überlebt haben. Eigentlich nicht wirklich möglich. Jedenfalls auf dem Weg zu dieser Schmiede spielen die Mandos dann ganz munter miteinander. Und weil der Paz da irgendwelche besonderen Regeln hat, die Ex jetzt nicht so abfeiert, muss es direkt wieder Kloppe geben. Typisch Mandalorianer halt. Und wer beendet das Scharmützel? Der grüne Zwerg. Und dann kommt aber gleich das nächste Problem. Da regt sich was am Horizont. Und nein, das ist nicht der Mythosaurier, das ist sein Cousin und der hat halt schlecht geschlafen und das lässt er halt am Schiff der Mandos aus. Die verpissen sich dann logischerweise, weil wie gesagt, mit dem Bruder ist nicht gut Kirschen essen. Dann gibt es einen Wandertag für die Mandos auf dem Weg zur Schmiede, der wird dann aber auch unterbrochen, diesmal vom Kanonenfutter von Gideon. Ich finde schon ein bisschen lustig, diese kurze Stelle, wo die denen dann am Ende dieses Kampfs so hinterherlaufen. Die merken so, das sieht hier aber ziemlich imperial aus und organisiert. Keine Höhle mehr. Ist das womöglich eine Falle? Nee. Und dann schießen die den Soldaten hinterher, die einfach nur langsam wegjoggen und treffen nicht, obwohl die zuvor alle besiegt haben und scheinbar deutlich überlegen sind. Das sind einfach so Makel am Directing, finde ich nicht so optimal gemacht. Dann kommt der Gideon wieder angeflogen und die Rüstung ist auch wie in den Leaks beschrieben. Hält seinen Vortrag, Grogu schaut auch nur zu, sieht jetzt nicht die Notwendigkeit, die Macht einzusetzen, juckt ihn eher semi, dass der Typ, für den er Luke Skywalker laut Macher nach angeblich 2 Jahren Training circa verlassen hat, jetzt bedroht wird und sich nicht wehren kann. Er nutzt diese angeblichen 2 Jahre gar nicht, er genießt das Spektakel wahrscheinlich einfach, ne, Popcorn und so, nee, Spaß, aber jedenfalls, was aber jetzt wirklich interessant wäre, ist, warum weiß Moff Gideon, dass Bo-Katan das dunkle Schwert hat. Könnte das eventuell eine Information sein, die ihm ein Spion mitgeteilt hat? Der Titel dieser Episode ist ja The Spies, also die Spione. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass man damit jetzt nicht das Mannsweib meint, sondern die war ja nur ganz kurz am Start, am Anfang. Hier ergeben sich also mehrere Möglichkeiten. Manche glauben, es ist Ex-Wolves, weil da hieß es ja sowieso schon in früheren Episoden, dass man die einfach anheuern kann. Wenn das Geld stimmt, dann machen die den Job, also allzu vertrauenswürdig scheinen die nicht zu sein. Irgendwie musste ja auch das Imperium wissen, wann genau die Mandos wo sein werden. Also wenn Gideon das nicht durch einen Verräter erfahren hat, dann ist das halt schlechtes Writing, glaube ich, weil, ja, irgendwie muss das halt erklärt werden. Und manche wiederum haben da die Waffenmeistertante im Verdacht. Viele wie Star Wars Theory trauen der nicht so ganz. Und wenn die natürlich als Verräterin erklärt wird, ja, dann wäre das ein ordentlicher, fetter Plot-Twist, mein lieber Scholli. Also, ja, Star Wars Theory meint zum Beispiel, dass das Rook-Cast sein könnte, sehe ich eher noch ein bisschen so, ja, unwahrscheinlich. Was aber nicht heißt, dass die Waffenmeistertante keine Verräterin ist. Es liegt natürlich aber näher, dass Ex-Wolves zum Beispiel und ein paar seiner Leute die Spies sind. Irgendwer ist da aber der schwarze Peter, das steht fest. Da gibt es einfach zu viele Andeutungen. Und wie gesagt, ich glaube, das passt uns auch nicht so ganz vom Writing her, wenn Gideon da keine besonderen Informationen von innerhalb der Mandos erhalten hat. Oder vielleicht haben die eine andere Erklärung. Dann bekommen wir noch Besuch von den Sequels in Form von dieser diesmal nicht komplett inkompetenten Prätorianergarden. Die kämpfen ja auch nicht gegen die starke unabhängige Rey, wo man in der Post-Production die Waffe einfach ja weggeeditet hat. Und ganz viele andere Shenanigans, damit die Garde Palpatines Enkelin nicht abmurksen kann und so, ne. Jedenfalls traurig, dass halt Paz gestorben ist. Ich fand, das war ein cooler Charakter. Ich hab's mir aber irgendwie schon gedacht, die haben den so ein bisschen aufgebaut, ne, sympathisch gemacht. Hab dazu jetzt aber kein Video gemacht. Ja, Leute, aber es ist auch ganz klar, also diese toxische Maskulinität, die dieser Kerl ausstrahlt, die kann man nicht am Leben halten. Der kann auch nicht rückwärts gehen und schießen, das geht nicht. Wir brauchen noch mehr starke, unabhängige Frauen. Daran mangelt es Star Wars einfach gerade und das ist echt schade. Jedenfalls, Freunde, ich habe jetzt meinen zweiten Star Wars-Kanal wiederbelebt mit Kurzvideos. Hier im Abspann habt ihr das Video zur angeblich schwangeren Rey im neuen Sequel-Spin-Off mit Rey als Hauptcharakter. Checkt den Bums ab, dort erkläre ich, was es damit auf sich hat.